unterm Strich bleibt dann eigentlich nur zu sagen, es gibt diese Minimalisten, die nur 100 Teile besitzen. Das ist eine Hardcore-Form, die ich sehr bewundere, wo ich aber weiß, da komme ich nie hin, das werde ich nie schaffen, weil wir eine vierköpfige Familie sind. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um 10 Fakten über Minimalismus, die dir und mir kein Mensch gesagt hat, vor allem mir nicht, bevor ich damit angefangen habe. Okay, wir starten gleich los. Minimalismus ist für jeden individuell. Ist eigentlich ganz einfach. Alles kann, nichts muss. Was dich nicht glücklich macht, kann wirklich weg. Was du nicht brauchst, kann weg. Es ist jetzt natürlich auch, ja, wie gesagt, es ist individuell. Wenn ich sage, ich brauche nur 10 Nagellackfarben, dann sortiere ich alles bis auf 10 Stück aus, die mir am besten gefallen und die mir am liebsten sind. Und du bist vielleicht Nail-Designerin und sagst, um Gottes Willen, mit nur 10 Farben kann ich nicht arbeiten. Also ist für dich eine ganz andere Menge überlebenswichtig. Und ich selber besitze auch ein bisschen mehr als 10 Nagellackfarben. Ich muss aber da nochmal ran, da ich festgestellt habe, dass ich ja einiges eben nicht benutze. Also ganz individuell, das, was für mich die passende Menge ist, ist für dich vielleicht zu wenig und andersrum. Also das, ja, jeder Mensch ist individuell, jede Wohnung ist individuell, jede Bedürfnisse von jedem Menschen sind individuell. Und du wirst mit der Zeit, wenn du immer und immer wieder aussortierst, wirst du das gesunde Maß für dich finden und du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du dir denkst, ja, genau das, so ist es und genau das will ich haben und mehr auf keinen Fall. Und dann kommen wir auch schon zu Nummer 2. Ja, auch das kann passieren, dass du eventuell oder vielleicht, diese Haarsträhne stört mich, unfair behandelt wirst, sobald du mit Minimalismus anfängst. Es geht ja dann beim Minimalismus auch wirklich darum, auch auszusortieren und zu entmüllen und wegzuschmeißen. Und unter anderem gehören eben auch Geschenke dazu, die du mal geschenkt bekommen hast. Oder ich habe auch mich von Sachen getrennt, die ich geschenkt bekommen habe, wo ich einfach festgestellt habe, sie liegen nur im Schrank oder sie gefallen mir nicht. Dann musste ich natürlich auch teilweise hören, du Schatz, warte mal, das haben dir doch meine Eltern und so weiter oder das hast du doch von dem und dem und ja, aber wenn es nicht zu mir passt, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, wenn ich mich damit nicht glücklich fühle, wenn es nichts ist, was ich benutze, dann wird es entweder weggeschmissen, donating, also weggebracht und gespendet oder aber verkauft. Diese drei Kategorien gibt es und an diese drei Kategorien habe ich mich gehalten. Kommen wir auch nun zu Punkt Nummer 3. Ich minimalisiere unseren Haushalt und unseren Lebensstil seit einem Jahr, über ein Jahr. Die ersten Declutter-Videos findet ihr hier oben. Und zwar, es ist ein Prozess. Also ich habe beim ersten Ausmüllen habe ich Sachen wirklich weggetan oder halt also verkauft, gespendet, weggeschmissen, wenn ich festgestellt habe, okay, das habe ich jetzt, warte mal, seit über einem halben Jahr nicht mehr benutzt. Bei manchen Sachen war ich mir nicht sicher, also es gab diesen Ja, Nein und Vielleicht Stapel und bei den Vielleicht-Sachen, die habe ich wieder zurückgepackt, ein bisschen anders wie viele anderen, ich weiß, und habe dann einfach in einem halben Jahr nochmal angefangen, nochmal da durchzugehen und zu sagen, okay, habe ich es jetzt wirklich benutzt oder kann es wirklich weg? Diesen Vielleicht-Stapel fand ich für mich persönlich sehr, sehr praktisch, weil es einfach auch Dinge gab, wo ich, die Heißklebepistole zum Beispiel, die habe ich dann tatsächlich doch noch gebraucht, ich brauche sie aber selten, also ist sie geblieben. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr wirklich etwas mit dem Nein-Stapel entsorgt, verkauft, verschenkt habt, wenn ihr es dann wirklich nochmal braucht, könnt ihr es nochmal kaufen, wenn es wirklich sein muss, wenn man nicht schon Ersatz hat. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 4. Ja, man soll es kaum glauben, Gegenstände zu spenden macht Spaß. Für mich persönlich hat es oder macht es immer noch sehr viel Spaß, weil ich fahre das dann zum Sozialkaufhaus im benachbarten Bundesland, weil das näher ist als das in unserem. Und gebe dann dort die Dinge ab. Die freuen sich jedes Mal wahnsinnig drüber, wenn Sachen abgegeben werden,
die finanzieren sich oder die Läden funktionieren eigentlich nur durch Spenden. Was nicht kaputt ist, was ich nicht verkaufen konnte, kommt dann komplett zum Spenden. Und es macht einfach wirklich Spaß, weil man genau, erstens freuen sich die Mitarbeiter wahnsinnig drüber und bedanken sich immer recht herzlich. Und zweitens weiß man dann einfach auch, okay, dieses Teil oder diese Klamotte oder was auch immer findet dann dort definitiv zum günstigen Preis einen Besitzer, der es A wirklich gebrauchen kann und B, der es wirklich auch nötig hat. Zum fünften Punkt. Es ist tatsächlich nicht immer einfach auszumisten. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt seit über einem Jahr nicht an die Fotoalben rangemacht. Ich weiß, da liegen noch einige Fotoalben aus meiner Kindheit, wo ich selber mal Fotos geschossen habe, wo man sich denkt, Gottes Willen, grausend, dunkel und unscharf und hast du nicht gesehen. Da bin ich aber noch nicht rangegangen, da bin ich noch nicht durch, weil es einfach, ja, ich könnte jetzt eine Ausrede finden und sagen, ich habe keine Zeit dazu, das würde aber dann nicht stimmen, sondern ich gestehe mir selber ein, okay, das ist wirklich nicht einfach, durch die alten Fotos durchzugucken oder auch durch die Babyfotos von unserem Großen, der jetzt dieses Jahr 17 wird. Und dann auch wirklich auszusortieren, was ist verschwommen, was ist viel zu dunkel, was kann wirklich weg. Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht. Sobald ich das geändert habe, werde ich es euch wissen lassen. Perfektionismus gibt es, denke ich nicht. Das wird immer nur von außen gesehen, dass das ja alles so perfekt ist und man ja ein so, zum Beispiel jetzt ein so perfektes Leben hat oder der andere hat, bei dem läuft immer alles glatt, bei dem anderen funktioniert immer alles, nur bei mir nicht. Das ist definitiv nicht so. Perfektionismus, gerade hier auch auf YouTube, ist das, was man möchte, was die anderen sehen vor der Kamera. Darum versuche ich euch auch auf meinem Kanal immer so ein bisschen mitzunehmen durch die Sachen, die eben einfach nicht klappen. Bei mir schaut es auch, obwohl ich sehr, sehr gerne putze und regelmäßig aufräume und das jeden Tag tue. Ich habe auch, wie ihr schon in diversen Putzvideos gesehen habt, mal einen Tag, wo das Büro aussieht, als wäre es explodiert. Und Minimalismus ist definitiv nicht perfekt. Also ich habe immer noch Sachen, wo ich sage, vielleicht brauche ich sie ja doch nochmal. Die werden jetzt aber dann definitiv ausziehen müssen, wenn ich mich das nächste Mal an die große, große Aussortiererei mache. Dann werde ich da einfach auch nochmal durchgehen und ausmisten und sagen, okay, das habe ich definitiv vermisst, das werde ich mir nochmal kaufen müssen in einer ansprechenderen Qualität oder das habe ich definitiv nicht gebraucht, das kann jetzt weg. Es ist definitiv kein Problemlöser. Also wer erwartet, dass mit Minimalismus sämtliche Probleme verschwunden sind, sei es, dass man deorganisiert ist oder desorganisiert, ich weiß es nicht genau. Also Minimalismus, also mich zumindest, hat es dazu geführt, dass mich der Minimalismus mehr zum Nachdenken gebracht hat. Was will ich wirklich, was will ich nicht? Auch mal Nein sagen, wenn man was nicht will. Auch einfach überlegen, muss ich das jetzt wirklich kaufen oder haben, weil ich damit wirklich ohne das einfach nicht mehr leben kann? Oder weil ich jetzt gerade sage, ich will konsumieren, also sprich, ich will jetzt um des Kaufens willen. War das jetzt schlüssig? Ich hoffe. Also es geht einfach darum beim Minimalismus, ich habe festgestellt, mein Shoppingverhalten ändert sich, klar, da habe ich immer noch diese, oh, schön, will ich haben, kaufe ich, gerade bei Teddy, ganz, ganz schlimm, oder auch bei Beauty-Produkten, hört mir auf, also da bin ich immer noch, es wird aber besser, also ich stelle jetzt schon fest, wie oft ich eigentlich Sachen im Warenkorb online liegen habe oder wenn ich etwas in der Hand habe, dann sage, nee, komm, eigentlich brauchst du es nicht. Das hat sich verändert, es löst aber definitiv jetzt nicht die Grundproblematik. Und man fängt nur an, anders zu denken und anders zu überlegen und ehrlicher zu sich selbst zu sein. Das ist ein Prozess und das dauert natürlich auch. Punkt 8. Leere Regale und Schubläden sind völlig okay. Das ist, ist so ein bisschen interessant, weil man ja irgendwie so von ziemlich voll auf ich sortiere aus, nach ja, nein, vielleicht, also sprich, macht mich glücklich, gefällt mir, liebe ich, finde ich schön, es anzuschauen oder schön, es zu tragen, zu, um Gottes Willen, weg damit, egal ob
Müll bei kaputt, verkauft oder gespendet. Und dann gibt es diesen Vielleicht-Stapel. Also leere Regale sind völlig okay. Wir haben ja jetzt vor einiger Zeit, habe ich ja unser Wohnzimmer neu gemacht. Ich wollte euch dazu eigentlich auch ein Vorher-Nachher-Video drehen. Ich drehe aber jetzt schon seit einer ganzen Weile im neuen Wohnzimmer, also werde ich das nochmal in der Kürze dann irgendwann nachholen dürfen. Ihr seht hier bei dem Schrank, ne? Ich bin mit der Deko noch nicht zufrieden, hier oben steht ziemlich wenig drin, mein Mann nannte es letztens mal nackig, wo ich mir dachte, ja, wenn es nach mir ginge, würde da nur ein leerer Schrank stehen oder nur die leere Kiste. Also es ist völlig okay, wenn ein leeres Regalbrett euch angrinst, es ist auch völlig okay, wenn ihr eine leere Schublade habt. Schubladen sind eh zu, sieht kein Mensch bei uns im Wohnzimmer. Wir haben ja hier diese, das habt ihr im letzten Putzvideo gesehen, verlinke ich euch hier oben, vom Mittwoch. Wir haben da einen kompletten Schrankabteil, der ist leer. Da ist nichts drin. Natürlich wird sich der mit der Zeit füllen, wenn ich dann das Büro umräume, weil der Große dann ein anderes Zimmer und so weiter. Also der Große, der 17-Jährige, jetzt nicht der Kleine, das habt ihr ja gesehen. Natürlich wird sich das dann füllen. Aber ich finde es gerade okay, dass es leer ist. Weil es ist ja auch eine Tür davor, sieht kein Mensch. Und wenn ihr jetzt ein offenes Regal habt, wo ihr wirklich was reinstellen möchtet, stellt eine Blume rein, stellt einen kleinen Kaktus rein, stellt eine Kerze rein. Wenn es nur um das Reinstellen geht, damit ihr nicht denkt, okay, die Leute halten mich vielleicht für arm oder nicht dekorativ genug oder nicht Master Stuart technisch angehaucht, dann stellt eine Kerze rein oder eine Blume, die ihr wirklich mögt, die ihr wirklich gerne habt. Ja, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Wenn man so das Gefühl hat, okay, nichts läuft, irgendwie läuft bei mir gerade alles schief, irgendwie, ich komme jeden Morgen nicht richtig aus dem Bett, ich bin abgespannt und müde und schlapp oder ich habe einfach zu viel und brauche wahnsinnig viel Zeit, um ja, meine Klamotten für die Arbeit zu finden, dann ist es nicht immer der Minimalismus die Antwort, also sprich, dass man sagt, ich verabschiede mich von 30, 50, 100, 3000 Teilen aus meiner Wohnung, sondern manchmal liegt es eigentlich nur an der eigenen Organisation. Minimalismus ist nicht immer schwarz-weiß und nicht vegan und nicht vegetarisch. Kann ich bestätigen. Schwarz-weiß mag ich zum Beispiel aktuell gepaart mit Grau und Naturtönen sehr gerne, weil mir das so ein aufgeräumtes, optisches Bild ergibt, wo ich sage, ich fühle mich wohl, ich finde es sauber oder sauberer, heller und freundlicher. Und außerdem stellen wir mal fest, bei weißen Möbeln sieht man den Staub definitiv um einiges weniger, wenn es denn mal staubt, ne? Wir wohnen an der Straße, wir haben leider öfter mal Staub, sieht man den Staub einfach weniger und nicht so extrem schnell, wie man es jetzt auf schwarzen Möbeln sehen würde. Also, ich bin kein Veganer, ich bin auch nicht vegetarisch, ich esse selten Fleisch, ich bin mehr so der Nudel- und Gemüsetyp, von Haus aus schon, das ist aber seit meiner Jugend oder Kindheit eigentlich so. Verzichte aber nicht auf Fleisch, natürlich achte ich dann darauf, wo ich was kaufe und welches Gemüse und welches Obst und natürlich achte ich darauf, das hat aber einfach damit zu tun, dass mir die Ernährung meiner Kinder, meiner Familie einfach sehr am Herzen liegen. Und bei uns gibt es Fleisch, bei uns gibt es auch mal McDonald's, bei uns gibt es auch mal Chinesisch, bei uns gibt es auch mal Pizza. Und das Leben ist nun mal nicht immer schwarz-weiß, vegan und vegetarisch. Und es ist völlig okay, wenn du Veganer bist, wenn du vegetarisch lebst, wenn du deine Wohnung nur in schwarz und weiß einrichtest oder in knallbunt. Es ist völlig okay, weil es hat nichts damit zu tun, dass Minimalismus das so vorschreibt, sondern es geht einfach nur darum, dass du dir dein Leben so einrichtest und du dir dein Leben so gestaltest, dass du dich dabei selbst glücklich fühlst. Alle anderen rundherum sind völlig egal. Nur was du willst und was dich glücklich macht, zählt. Unterm Strich bleibt dann eigentlich nur zu sagen, es gibt diese Minimalisten, die nur 100 Teile besitzen. Das ist eine Hardcore-Form, die ich sehr bewundere, wo ich aber weiß, da komme ich nie hin, das werde ich nie schaffen, weil wir eine vierköpfige Familie sind. Ich will es auch gar nicht. Für mich ist Minimalismus, bewusst einzukaufen, qualitativ besser einzukaufen als quantitativ. Minimalismus für mich so zu gestalten, dass ich ein aufgeräumteres,
organisierteres Zuhause habe, mein Leben dadurch aufgeräumter und organisierter ist, das Leben vereinfachter zu haben, weniger Zeit zum Putzen zu brauchen natürlich, weil wenn man weniger Sachen hat, muss man weniger abstauben. Ja, einfach mich damit persönlich wohl zu fühlen. Und wie ich schon erwähnt habe, Minimalismus ist individuell für jeden, also wird mein Minimalismus für dich vielleicht nicht der richtige sein oder zu viel oder zu wenig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn du es noch nicht getan hast, abonnierst du meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Dann weiß ich, euch hat es gefallen oder wie auch immer. Kommentare jederzeit wirklich sehr, sehr gerne in der Kommentarleiste. Ich versuche so schnell wie möglich und so zuverlässig wie möglich alle Kommentare immer zu beantworten. Folgt mir auch auf Instagram, auf Facebook bin ich auch zu finden. Alle Links dazu findet ihr unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag einfach wieder mit 10 Wege, um Müll zu reduzieren. Ich freue mich. Tschüss!